Verstrahlte Grüße, meine werten Ödländer, und willkommen zurück zu einer weiteren frisch radioaktiv verseuchten Folge hier aus den Katakomben von Dai Chemicals. War doch richtig, ne? Dai Chemicals, ja, so heißt der Verein hier. Dai Chemicals, naja, fast richtig. Und hier werden wir jetzt Rambazamba machen, in der Hoffnung, dass wir nicht zu viel radioaktiven Schaden aufnehmen. Denn ich habe den guten Chemieschutzanzug habe ich leider zerlegt in der letzten Folge. Und ich hoffe mal, dass wir mit einem verdünnten Red Axe hier ein bisschen die Strahlung... Oh, das wird schwierig. Oder zumindest mit einem vernünftigen Red Axe die Strahlung überstehen können. Oh, plus 4 Rad. Liegt das wirklich an dem Schutzanzug? Schande. Wobei, hey, hier hört die Strahlung schon auf, sobald wir nur im knietiefen Wasser hier warten. Ist das Problem kein wirkliches mehr. Ah, hier kriegen wir noch Strahlung. Aber hier auch noch verdammt schnell. Raus hier, raus aus der Pampe. Okay, dann müssen wir halt sehr, sehr schnell sein, wenn wir jetzt hier durch die Kanalisation von Dire Chemicals hier warten. Oh, da ist einer. Hi, mein Freund. Na, wie geht's dir? Kopf her. Verdammt. Der erste Schuss des Tages. Das ist kein gutes Omen. Aber wenn der zweite trifft, ist noch alles drinne. Ist noch alles drinne. Oh, oh. Geht doch. Hi. Na, sind hier noch üble Schergen? Ungeduldige und ledergesichtige Gude. Hier gab es ja auch nach den, ich sag mal, questbedingten Hintergründen, gab es ja auch hier gerade in der Gegend ein paar intelligente Ghule. Und es wäre natürlich super cool, was definitiv aber nicht der Fall sein wird, weil sonst wäre es schon irgendwie durchs Internet gesickert. Es wäre schon cool, wenn wir hier einen intelligenten Ghul treffen würden. Einen halbwegs intelligenten Ghul. Wobei, wir treffen ja zumindest oder haben zumindest schon mal in Appalachia haben wir schon mal einen halbwegs intelligenten Supermutanten getroffen. Genau, den Händler. Ganz am Anfang war das. Den habe ich schon ewig nicht mehr gesehen. Ja. Genau, stimmt. Den habe ich, glaube ich, seit der Beta nicht mehr gesehen. Und das ist ein paar Monate her. Aber nur ein paar. Nur 6 oder 7 oder vielleicht auch schon 8. Ich weiß es nicht mehr genau. In Fallout, da kann die Zeit schon mal ganz schnell an einem vorbeiziehen. So, Orientierung. Nein, danke. Das kriegen wir auch ohne Orientierung hin. Ach, das ist das hier, alles klar. Komme ich hier hoch? Jawohl, ja. Keine Müdigkeit vor Schützen. Ist aber auch wieder eine schöne Location. Ähnlich wie die nördlichen und südlichen Tunnel unter Harper's Ferry hat diese Location einiges an Atmosphäre zu bieten. Finde ich cool. Wenn ich jetzt noch dieses Schloss aufkriegen könnte, dann wäre das natürlich noch viel, viel cooler. Okay. Na gut. Sons of Dane. Automatischer Alarm. Nein. Wir bleiben hier beim Fallout Ambient Soundtrack. War da einer? Nein. Alles cool. Noch ist alles cool. Ach, guck mal einer an. Hallo. Hier sind wir jetzt also. Hätten wir die ganze Zeit lang gekonnt? Nein. No way. Kann ich mir nicht vorstellen. Aber vielleicht doch. Vielleicht bin ich einfach dran vorbeigerannt. Im Eifer des Gefechtes. Im Eifer der Erkundung. Nö. Okay, dann rüber. Da war ja noch eine Werkbank. Eine Waffenwerkbank. Und Plansch. Hier drüben vorsichtig. Ein wilder Plünderer-Ghul. Mhm. Okay. Wild und plündernd.
schön. Kram zerlegen. Nope, nope, nope. Echt schade, ich hätte das gerne ausprobiert. Ob der besondere Chemikalienschutzanzug, ob der uns auch ohne Red X hier, ich sag mal, mehr oder weniger gefahrlos durch das giftige Wasser hätte helfen können. Aber naja, das werden wir wahrscheinlich nie rausfinden, denn wir werden nie wieder diesen optimierten Chemikalienschutzanzug finden. Warum konnte ich den auch zerlegen? Dann war der nicht questrelevant. Naja, wie dem auch sei. Wie dem auch sei. Öffnen Sie sich, Kiste. Hier ist die Polizei. Öffnen Sie sich. Okay. Ich möchte jetzt erstmal meine Waffen checken. Und zwar, da irgendwas dramatisch eventuell vom Zustand her nicht mehr so top-notch ist. Oh, die kleine Fetzi, die geht kaputt. Nein, die kleine Fetzi. Ich finde Namen lustig manchmal. Schön, 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 schön. Der Pryolator. Ja, verticken natürlich. Das verticken wir. Ich bin kein Freund von Flammenwerfern. Noch nie eigentlich. In noch so gut wie keinem Spiel. Außer bei... Nee, eigentlich gar nicht. No way. No way. Doch vielleicht bei dem... beim Taktik-Shooter von Starship Troopers, den keine... Jetzt wollte ich gerade Sau sagen, aber das sagt man nicht, ne? Den kein Mensch kennt. Ziemlich lustig, das Ganze. Muss ich mal gucken, ob ich das Ding in einem schönen Retro-Let's Play... Ein paar Folgen, ne? Ein paar Folgen. Im Prinzip so wie Fallout 2. Einfach mal ambitioniert anfange. Und, um das Spielflair nochmal in sich aufzunehmen. Ich war sehr überrascht von Fallout 2. Wie schön atmosphärisch das ist eigentlich noch. Obwohl es ja eigentlich nur eine isometrische Vogelperspektive ist. Ich war sehr überrascht. Aber dann war das alles viel zu viel. Es waren viel zu viele Projekte wieder direkt vorm Urlaub. Das war das letzte Mal das gleiche in Grün. Da war es halt Metro Exodus, was auf der Strecke geblieben ist. Obwohl es mir echt viel Spaß gemacht hat. Aber ich habe es dann privat weitergespielt. Ich spiele auch Fallout 2 dann privat weiter. Das war ja dann auch jetzt nicht so, ne? Hat jetzt nicht so viele Fans bei mir auf dem Kanal gefunden. Aber wie gesagt, vielleicht machen wir irgendwann mal ein paar Folgen noch dazu. Ebenso vielleicht zu X4. Das blieb ja nämlich dann als neben Metro Exodus vor dem letzten Urlaub leider auf der Strecke. Und das ist eins der wenigen, also das ist ganz mysteriös, gerade auf YouTube. Vielleicht die, ich sag mal, die ambitionierten Hobby-Let's Player wie mich, die können das vielleicht gut nachvollziehen. Es gibt hin und wieder so Projekte, die vielleicht gerade am Anfang, wenn die Folgen frisch veröffentlicht worden sind, die dann nicht so gut liefen, aber dann irgendwie komischerweise auf Zeit immer mal wieder ein paar neue Zuschauer herbeizaubern. Und das ist zum Beispiel bei X4 der Fall. Das wurde so wenig wahrscheinlich auf YouTube geletzplayt, weil es ist halt sehr, ich sag mal, sehr krude. Und naja... Und das konnte irgendwie auf Langzeit existieren. Das sind immer... Es ist verrückt. Ist total verrückt. Kann ich mir auch nicht so richtig erklären. Ich versuche es zwar, aber... so richtig kann ich es mir nicht erklären. Mal gucken. Vielleicht lege ich das auch nochmal ein. War nämlich eigentlich ganz nett. Es lag halt nur im Urlaub, dass ich gesagt habe, okay, ich kann jetzt nicht mehr als zwei Projekte hier vorproduzieren. Anders schaffe ich das halt nicht. Und mal gucken, mal gucken. Ebenso liebäugle ich gerade halt mit einem neuen Modding-Projekt von einem etwas älteren Spiel. Und zwar passt jetzt ja auch gerade sehr gut zur Thematik. Wow, hier ist immer noch alles verstrahlt. Ich strahle immer noch. Warum? Hey, stopp! Zieh den Anzug aus. Liegt es am Anzug gerade? Was? What? Ich strahle immer noch. Hey! Ich habe irgendwas übel Strahlendes an mir. Hohe Wasserstrahlung. Oh, ach du Schande, was soll denn das jetzt? Ich kann da gerade gar nichts gegen tun. Oder? Red X? Wurde noch mehr schlagartig. Wie bitte? Strahlung abbauen. Stimpack hinterher. Bis es aufhört. Verdammt, krass. Grünes Hemd und Kampfstiefel? Warum? Ach so, das sind die ganzen Sachen, die ich noch zerlegen wollte.
Und die kann ich hier auch einfach hinlegen. Ne? Vorsichtig. Vorsichtig, vorsichtig. Wir sind gerade noch mal davon gekommen. Das ist echt komisch gerade. Macht mir ein bisschen Angst. Blödner Outfit. Hallo? Kaputte Gegenstände? Nein! Müssen wir reparieren. Und schon wieder alles voller Strahlung. Ich glaube, das ist ein Bug. Ich glaube, das ist gerade ein Bug. Ein ziemlich uncooler Bug. Dass wir immer noch den hohen Strahlungsschaden hier erleiden müssen. Hey! Wow, warte mal. Schnellreisen geht ja jetzt auch nicht, ne? Um irgendwie... Doch, geht. Wow. Was war denn da gerade los? Glück gehabt. Ja, tatsächlich. Es war ein Bug, den man mit Schnellladen so ein bisschen umgehen kann. Naja, passiert. Passiert. Gibt schlimmere Sachen. Erstmal uns wieder auf Vordermann bringen. Ich habe mich jetzt für Plünderer-Outfit. Nee, warte mal. Ich nehme wieder Landarbeiter. Ich habe mich noch nicht satt gesehen an der Landarbeiterkleidung. Trage ich mein Halsband. Gefangenenhalsband, jupp, und die Gasmaske. Warte mal, stopp. Und die Ushanka natürlich. Hi, cool, wunderbar. Fühl mich wieder wohl. Jetzt noch ein Happen essen, Schluck trinken. Und schon kann es weitergehen. Gegrillte Radkakerlake, gebackene Bläfliege. Dosenkaffee, ach, jetzt gerade nicht. Ich habe schon genug Kaffee getrunken heute. Bin schon wieder in so einer komischen Phase, wo ich so viel Kaffee trinken kann, wie ich möchte. Und eigentlich entspannt er mich nur. Ich wünschte, es wäre immer so. Ich wünschte es. Manchmal kann ich nicht mal Tee trinken und kann dann nachts nicht schlafen. Aber das ist eine andere Geschichte. Die Tannenwurzstaubquad. Wo habe ich das denn her? Das sieht komisch aus. Wie ein kleines Gehirn. Naja, gut, dann kann ich die Quantums eigentlich auch austrinken, wenn ich sowieso nicht so überzeugt bin von Luca Schein. Weil das war eigentlich so gedacht, dass ich die Nuka-Cola-Quantums einfach jetzt schön sammle. Aber naja, Luca Schein hat halt den Nachteil. Blackout am Ende. Man kriegt einen fiesen Blackout am Ende und wacht irgendwo auf der Karte auf. Und das kann es doch nicht sein. Das kann es doch nicht sein. Okay, wir checken noch mal ein bisschen die Gegend hier. Hier war ja noch so ein bisschen was zu entdecken. Die ganzen Bauarbeiter-Wohnwagen hier um die Ecke. Ja, das war echt ein unschöner Bug gerade eben. Da konnten wir nichts machen. Nichts! Ich habe erst gedacht, es war vielleicht so ein temporärer erhöhter Strahlungsschaden durch das Wasser. Und wenn wir dann... Ich mache gerade Gänsefüßchen. Diesmal habe ich sie wirklich gemacht. Und solange wir nass sind, Gänsefüßchen, erleiden wir diesen Schaden. Wäre auch ziemlich cool eigentlich. Aber, naja. Bug halt, ne? Kleinigkeiten. Peanuts! Peanuts. Haben wir alles? Ja, sieht gut aus. Sieht gut aus. Aber jetzt haben wir alles. Hier ist nichts weiter. Nichts weiter, was wir mitnehmen können. Kann ich das Ding hier aufmachen vielleicht? Oh, ach je. Vielleicht versteckt sich da ja was. Etwas vom großen Wert. Oh mein Gott. Buffout. Endlich Buffout. Aufbereitetes Wasser. Eine Dose. Ach komm, ne? Allein für die Spannung halt. Allein für die Spannung. Steck ein. Steck ein, mein Freund. Nice. Hier hat also einer geschlafen. Hier hat einer sein Lager aufgeschlagen. Eigentlich gar nicht mal so dumm, ne? Was ist das hier eigentlich? Was sind das hier für Kanister? Irgendwelche Chemikalien oder so. Naja. Ist vielleicht nicht die beste Idee, dann hier betrunken drinne Zigarren zu rauchen. Man kann nur hoffen, dass diese Dinger, diese Behälter,
dass die dicht waren alle. Eine Leiche haben wir aber nicht dran gesehen, ne? Eine Leiche gab's da drin. Gehen Sie weg, Kakerlake. Nehmen das Fleisch zwar wieder mit, aber wir wissen alle, was passieren wird. Früher oder später wird das gute Fleisch in meiner Tasche vergammeln. Sehr schön, cool. Mhm, sehr gut. Kleber. Klebeband. Wasser, Cola. Mann, als ob wir noch nie hier gewesen wären. Ameisenfleisch, nein. Danke. Heute nicht. Wir haben schon genug Fleisch bei uns in der Tasche, das vergammeln wird. Aber wir waren schon hier, definitiv. Ach, guck mal an. Türen. Aber so ganz sicher bin ich mir auch nicht. Nee, ich glaube, dann waren wir doch nicht hier. Ich glaube, dann waren wir doch nicht hier. Terminal. Was gibt's denn hier Schönes? System bereit. Fügen Sie Chemikalien ein, um eine Auswahl zu treffen. Kann man das hier wirklich machen? Nicht wirklich, ne? Nein, ich glaube nicht. Schön wäre es ja. Ein ergänzender Spielaspekt, den man nur hier vollziehen kann. Man kann sich hier selber grundlegende Chemikalien zusammenmischen, mit denen man vielleicht dann fast einzigartige Camps zubereiten könnte. Das wäre cool. Aber vielleicht zu viel des Guten. Einfach mal schön. Aufseher-Terminal. Ach, guck mal einer an. Es wird wieder gehackt. Es darf wieder eine Klammer nach der anderen geschossen werden. So, das kann man hier noch zumachen. Und hier, nee, das nicht. Check. Track. Nein. Aber wir müssen noch ein bisschen müssen wir noch hacken. Drei Passwörter haben wir noch zur Verfügung. Hier, Platz. Drei Treffer. Könnte das S am Ende sein? Nee. Kann's nicht sein. Oder? An dritter Stelle A kann es nicht sein, zweiter Stelle R, erster Stelle F. Nee. Ach, guck mal, hier ist noch was, Entschuldigung, mein Fehler. Das könnte es sein, das wird es sein. Haha, wunderbar. Ausgehende E-Mail 10.02.75. General, obwohl ich sehr geschmeichelt bin, dass Sie Dire als Testgelände für Ihr Projekt strahlend rein ausgewählt haben, muss ich Ihr Angebot leider ablehnen. Die Anpassung unserer bestehenden Infrastruktur an die Testbedingungen Ihres Projekts würde unsere Produktion erheblich beeinträchtigen. Wir würden dadurch sprichwörtlich Millionen verlieren. Na gut, wenn das Angebot stimmt und die würden das ausgleichen mit Steuergeldern, worüber wir natürlich dann stillschweigen waren würden, dann gleicht doch den Verlust wieder aus, ne? Aber es dürfen keine Menschenleben dürfen nicht irgendwie gefährdet werden. Meine Gedanken dazu. Es tut mir leid, aber Sie müssen woanders suchen. Ausgehende E-Mail 11.02.75. Vielleicht war ich in meiner letzten Nachricht nicht deutlich genug, aber das hole ich hiermit gerne nach. Das war keine Bitte. Das war ein direkter Befehl. Ob es Ihnen passt oder nicht, wir werden unsere Formel in Ihrer Anlage testen. Wenn Sie sich diesem Befehl widersetzen, ersetze ich gerne alle Ihre Mitarbeiter durch Roboter. Sie haben 3 Monate Zeit, um sich vorzubereiten. Wow. Krass. Ja, ne? Schade. Man hätte vielleicht noch ein bisschen Geld rausholen können. Aber okay. Das Militär halt, ne? Staatliche Einrichtung. 12.02. Sie haben nicht das Recht, mir Befehle zu erteilen. Dire Chemical ist ein Privatunternehmen mit keinerlei Regierungszugehörigkeit und ich habe nie einen Vertrag mit der Regierung unterzeichnet. Wenn Sie glauben, Sie könnten mit Gewalt in mein Gebäude eindringen und mich oder meine Mitarbeiter bedrohen, irren Sie sich. Ich kenne unseren lokalen Senator sehr gut und wenn Sie mich nicht in Ruhe lassen, unterrichte ich ihn von dieser Sache.
Na, da kannst du dir berichten, wie du möchtest. Das ist das Militär, ne? Das Militär. So, 13.02. Hören Sie gut zu, Sie kleiner Dreckskerl. Sie gehören vielleicht nicht der Regierung an, aber Ihr kleines Unternehmen befindet sich zufällig mitten in den Vereinigten Staaten von Amerika. Passt meine Worte. Und die Freiheit, die Sie genießen, um Ihr Unternehmen zu leiten und Geld zu verdienen, nun, das können Sie nur dank Leuten wie mir, die verhindern, dass die Kommunisten unser Land zerreißen wie die Geier, die über totes Wild an der Straße herfallen. Wenn die US Army, die US Army, um Hilfe bittet, helfen Sie. Keine Widerrede. Oh, 14.02. Ihre Beleidigungen stimmen nicht. Es stimmen mich nicht um, General. Ihre Soldaten setzen keinen Fuß in diese Anlage. Das ist mein letztes Wort. Sie werden schon bald von Ihren Vorgesetzten hören. 14.02. Ich habe von meinen Vorgesetzten gehört und wissen Sie? Von wem noch? Vom Maulwurf, dem wir vor einem Jahr in Ihr Unternehmen geschleust haben. Er hat mir einige sehr interessante Dinge über Ihre Abfallentsorgung erzählt und über Ihre sogenannten versehentlichen Austritte, die alles andere als versehentlich sind. Außerdem hat er einige sehr anschauliche Fotos beigefügt, die ich mir gerade ansehe. Vielleicht sollte ich ein wahrer Patriot sein und diese Informationen an die Presse weiterleiten. Oder vielleicht wollen Sie meinen Vorschlag doch lieber ernst nehmen? Fragezeichen. So, da ihn. Da ihn. Und wir leiden an Blutwürmern. Na wunderbar. Wir müssen weg hier von diesem Ort des Todes. Wir handeln hier uns sonst was noch ein. 15.02. Verstanden. Ich werde dafür sorgen, dass meine Mitarbeiter die erforderlichen Anpassungen vornehmen. Wir werden ihre Materialien vom Projekt strahlend rein in 3 Monaten entgegennehmen. Mann, da hat er ihn, tatsächlich. Und wir wissen alle, wie das hier geendet hat. Krasse Geschichte. Krasse Geschichte. Wieder mal ganz nebensächlich erzählt. In Fallout. In der Welt von Fallout. Und das finde ich echt, das kann dieses Spiel wie kein anderes Spiel. Einfach mal so nebensächlich an einem Terminal erwähnt. Und ja, mich hat sie auf jeden Fall mitgerissen, diese Geschichte. Und das soll es auch für heute gewesen sein mit Fallout 76, meine werten Ödländer. Schön, dass ihr wieder mit dabei gewesen seid. Ich würde mich riesig freuen, wenn ihr mir einen verstrahlten Daumen nach oben geben würdet. Und dann sehen wir uns schon wieder in der nächsten Folge. Wiederschauen, reingehauen. Der Leo, bis dann. Tschüss.